panele stëtan. Informa të ndëruar shikues, si që dhe e para e lajmërova më herët, sonte kam knacin që një intervist ekskluzive dhe për herë të parë në një media në Kosovë të kemi trajnerin e kombëtarës së Kosovës në futbol, zotri Franco Foda. Coach, thank you for your time and the opportunity to have you here in this interview, and also it's my great pleasure to have you here. Ja, schönen guten Abend und es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Okay, so let's start off with the part that you're firstly in charge for a team that is in the Balkans, in Kosovo. Even as a player, you haven't played before in the Balkans, and also as a coach, this is your first time. How do you find the country, specifically Kosovo, and also the mentality here? Ja, ich finde Pristina eine sehr schöne Stadt. Ich fühle mich hier sehr wohl und habe auch hier schon einiges kennengelernt. Die Leute sind alle sehr nett, sehr freundlich und klar, manchmal gibt es viele Emotionen, aber das gehört dazu und ich bin ja auch ein Mensch, der oft Emotionen zeigt und deshalb ja, fühle ich mich hier sehr, sehr wohl und bin sehr glücklich, dass ich mich auch damals entschieden habe, dann auch als Nationaltrainer hier zu arbeiten. Let's talk about this year. It's like within a few months, it will be exactly 1 year since you're in charge of Kosovo. How would you evaluate this year's in charge of Kosovo and also about the team? How would you evaluate their performance, their growth and development during this year? Ja, am Anfang war es nicht ganz so einfach. Musste mich auch kurzfristig dann entscheiden für Kosovo, für das Nationalteam. Wir hatten dann wenig Zeit, uns auf die Mannschaft gut vorzubereiten. Deshalb war es am Anfang sehr, sehr wichtig, dass wir die Spieler kennenlernen, dass wir den Spielern unsere Spielidee etwas näher bringen. Und ja, das erste Spiel in Armenien hat man dann schon auch ansatzweise gesehen, wie wir spielen wollen, auch für die Zukunft. Aber am Ende des Spiels zum Beispiel wurde uns aber auch gezeigt, dass die Mannschaft oft die Tendenz hat, wenn sie führt, dass sie dann eher etwas defensiver spielt. Und das entspricht nicht ganz meiner Philosophie, weil ich bin ein Trainer, der es liebt, nach vorne zu spielen, aktiv zu sein und auch nach einer 1-0-Führung trotzdem versuchen, immer das 2-0 zu erzielen. Und, aber dann im zweiten Spiel auch schon gegen Ungarn haben wir über 60 Minuten ein hervorragendes Spiel gemacht, auch wenn wir das Spiel verloren haben, 2-0. Aber da hat die Mannschaft gespürt, dass unsere Idee gut ist und dass wir auch so spielen können. Ja? Und darüber hinaus war es dann wichtig, Spieler zu finden. Also in den nächsten Monaten waren wir sehr viel unterwegs, haben viele Spieler gescoutet, haben uns viele Spiele angeschaut, um einfach noch ein besseres Gefühl zu bekommen. Und wir haben halt immer wieder auch versucht, Spieler zu finden, die unserer Spielidee nahe kommen, ja, mit denen wir auch unsere Ideen umsetzen können. Und jetzt haben wir mittlerweile, die Mannschaft hat sich entwickelt und wir haben mittlerweile einen Kader gefunden von 30 bis 35 Spielern, wo wir der Meinung sind, dass wir mit ihnen in Zukunft auch erfolgreich sein werden. You talked about the difficulties, let's say. What would be like probably the most memorable game or the best game that the Kosovo's team has had during this year? I'm afraid I know the answer. Ja, also in Ungarn haben wir über 60 Minuten schon sehr gut gespielt, aber es war ein Freundschaftsspiel, ohne Druck. Aber ich war sehr stolz auf die Mannschaft bei zwei Spielen. Das erste Spiel war in Zypern, weil davor gab es hier einige Probleme und trotzdem hat die Mannschaft sich dann auf das Wesentliche konzentriert. Sie war sehr fokussiert und wir haben dann wirklich in Zypern über weite Strecken gut gespielt und auch verdient 4-0 gewonnen. Und das zweite Spiel, wo ich auf die Mannschaft sehr stolz war, war das Spiel in Rumänien. Weil wir haben zu Hause 3-0 verloren, obwohl das Spiel über weite Strecken ausgeglichen war. Und das habe ich auch der Mannschaft gesagt, dass wir in der Lage sind, auch in Rumänien zu gewinnen. Und so ist die Mannschaft aufgetreten, so wie ich mir das vorstelle. Sie war mutig, sie war entschlossen von der ersten Minute an. Man hatte immer das Gespür gehabt, dass die Mannschaft dieses Spiel unbedingt gewinnen will. Und das hat sich auch übertragen auf die Fans, auf die Zuschauer. Und klar, am Ende des Tages haben wir 0-0 gespielt. Dann gab es ja leider Gottes den Eklat, wo dann
leider am nächsten Tag mehr über den Eklat gesprochen wurde als über unsere gute Leistung. Aber trotzdem hat man gesehen, dass die Mannschaft sich in den letzten Wochen, Monaten entwickelt hat und dass wir jetzt eine große Auswahl an guten Spielern haben. Let's talk about the players a little bit. How would you assess their individual work that they've done this year with the team? Is there anyone specific who impressed you with their development and growth during this year? Ja, ich glaube, es war ganz wichtig, dass einige Spieler den Verein gewechselt haben und nochmal den nächsten Step gegangen sind zu besseren Vereinen. Also ich sage jetzt mal Ermal Krasnici zum Beispiel nach Sparta Prag. Albion Ramani nach Sparta Prag. Ja, das war ein neues Level. Und sie spielen jetzt in der Champions League. Und das ist gut für junge Spieler. Da können sie sich entwickeln. Das Gleiche ist für Lumbard Delofa. Er ist jetzt nach Sofia gegangen. Auch da sieht man, es ist ein neuer Step, neue Erfahrung im Ausland. Und das ist ganz wichtig, ja, dass die Spieler sich weiterentwickeln, ja, und dass sie auch dann in besseren, größeren Vereinen spielen. Und das ist immer gut dann auch fürs Nationalteam. Since we're talking about individuals, we've had many new additions in the team. We have Rich Betsai, we have Fisnik Aslan, Saipi also. How did they fit in the team? Did they change the dynamics in the team? How's their adaptation in the team, actually? Ja, es sind drei sehr gute Spieler, die ja jetzt auch schon lange im Ausland spielen. Und sie haben der Mannschaft eine neue Energie gegeben, eine neue Qualität. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten auch, vor allen Dingen, weil auch diese Spieler auf unterschiedlichen Positionen spielen können. Okay, außer Saipi ist Torwart, aber Elvis kann im Mittelfeld alle Positionen spielen und sie spielen im Ausland und ja, sie geben der Mannschaft einfach mehr Substanz und mehr Qualität. Aber was für mich am wichtigsten ist, sie passen einmal zu unserer Spielidee und sie sind aber auch menschlich, passen sie gut in unser Team. Weil heutzutage ist es ja wichtig, dass die Spieler fußballerische Qualität haben. Aber es ist auch ganz, ganz wichtig, dass sie in ein Team hineinpassen, dass es Teamplayer sind und dass sie auch in der Kommunikation, in Verbindung mit der Mannschaft gut funktionieren. You mentioned a little bit about the competition and also the concurrence between the players in the team. How or what's your tactic on balancing the competition within the team? Gut, in erster Linie geht es darum, wir sind beim Nationalteam. Das ist das höchste Level, wo ein kosovarischer Spieler spielen kann. Und da geht es in erster Linie um Leistung. Ja? Wir sind das ganze Jahr unterwegs, wir schauen uns viele Spiele an und wir versuchen klar immer die besten Spieler auch zu nominieren, die besten Spieler, die auch miteinander am besten funktionieren. Aber für mich sind immer alle Spieler wichtig. Ja? Also wir nominieren ja 24 Spieler meistens und für mich sind alle Spieler für die Mannschaft extrem wichtig. Aber es können immer nur 11 spielen. Aber jeder Spieler muss einfach verstehen, der beim Nationalteam ist, dass es um das große Ganze geht. Es geht darum, dass wir für das Land spielen, für Kosovo. Und da muss auch jeder mal akzeptieren, wenn er auf der Bank sitzt. Und das meine ich mit Teamgeist, mit Mentalität und seine Mitspieler zu unterstützen. Das ist für mich auch ein ganz wichtiges Kriterium, wie ich dann auch die Mannschaft zusammenstelle. Let's talk about also your first game in charge of Kosovo, which was 22nd of March versus Armenia in a friendly match. How far has our team grown from that match? Like mentality-wise, performance-wise, how far have we come from that match? Ja, wir haben viele Dinge verändert. Es war aber wichtig, dass wir das erste Spiel gegen Armenien gewonnen haben. Aber wir haben immer den Spielern auch gesagt, wir müssen generell das Mindset verändern. Weil vor meiner Zeit wurde eher so etwas defensiver gespielt, auf Kontersituationen gewartet. Und wie gesagt, meine Idee oder unsere Idee von unserem Trainerteam ist, dass wir einfach aktiv sind, aktiv in allen Spielphasen. Wenn wir den Ball haben, ist es wichtig, dass wir schnell und dynamisch nach vorne spielen. Wenn wir den Ball verlieren, ist es für mich persönlich sehr wichtig, dass wir versuchen, den Ball so schnell wie möglich wieder zurückzuerobern. Wenn wir den Ball gewinnen, dass wir dann dynamisch nach vorne spielen. Das sind alles solche Basics, Prinzipien, die wir auch versucht haben, der Mannschaft zu vermitteln. Und Step by Step hat man schon gemerkt, von Spiel zu Spiel, dass die Mannschaft es besser umsetzt. Und das muss ich der Mannschaft zugutehalten. Es ist eine Mannschaft, die versucht auch zu lernen.
und die Dinge, die der Trainer vorgibt, auf dem Platz umzusetzen. Und jetzt merkt man, es ist immer so im Fußball, wenn du dann Spiele gewinnst, dann bekommen die Spieler Vertrauen, sie glauben an den Trainer, sie glauben an die Spielidee. Und jetzt gilt es einfach, auf diesem Level weiterzumachen. Ja, wir haben jetzt bald dann die Playoff-Spiele für die Nations League Gruppe. Dann haben wir jetzt in nächste Woche die Auslosung für die Weltmeisterschaft. Und es gilt einfach, immer weiterzuarbeiten. Ja, wir dürfen nie in die Vergangenheit schauen, was war, was gut war, sondern wir müssen uns immer wieder neu beweisen und müssen immer nach vorne blicken. Before talking about the World Cup qualifiers and also the game against Iceland, let's talk about the Super League of Kosovo. We know that you're very interested in our league and also you watch a lot of games of our Super League. How would you evaluate the Super League, and also do you think there's a team who's more preferable to win the title this year? Ja, generell geht es mir darum, einmal alle Mannschaften kennenzulernen, alle Trainer kennenzulernen und mich auch mit den Präsidenten auszutauschen. Das haben wir in diesem Jahr gemacht. Und ich glaube, es gibt hier in der Kosovo League, es gibt viele junge Spieler, sehr viele talentierte Spieler. Klar, die müssen sich noch entwickeln, aber es gibt viel Potenzial. Und deshalb schauen wir uns auch regelmäßig hier am Wochenende die Spiele an. Und ja, die Meisterschaft in diesem Jahr ist sehr, sehr spannend. Letztes Jahr war ja Balkani-Meister und Cup-Sieger. Und in diesem Jahr, ja, ist vorne Trita, eine sehr gute Mannschaft. Balkani darf man nicht unterschätzen. Mali Schäfer hat eine junge Mannschaft. Ja, aber mir gefällt so, wie sie jetzt agieren, wie sie spielen. Also es wird spannend. Dann muss man schauen, wie Pristina noch macht. Lapi war im letzten Jahr auch mit vorne dabei. Also es gibt viele Mannschaften, die Möglichkeit haben, um dann Meister zu werden. Aber im Moment, glaube ich, Trita, Balkani und Mali Schäfer sind so die Mannschaften mit dem größten Potenzial. Since you didn't give me an answer about the team who will win the title, let's talk about the players of our Super League. We know that before we've had many of them who were part of the national team as well from our Super League. Is there any candidate, someone that you're like preferring to have in the national team from our Super League for the upcoming matches? Ja, wir haben ja Emel Ahu, war ja schon bei uns einige Male mit dabei oder auch regelmäßig mit dabei. Wir beobachten weiterhin Hasrolai, sehr guter Spieler, junger Spieler. Hat jetzt zwischenzeitlich mal nicht so eine gute Phase gehabt, aber jetzt kommt er wieder Step by Step wieder an die Form heran. Aber es ist normal, ist ein junger Spieler, da gibt es immer Up and Downs. Okay, let's talk about the game, the playoff game in Nations League we have against Iceland. Were you happy when we were shortened with the Iceland team? And let's just say, defensively, we know they're very good. They're a tough team. What are your thoughts about this game in the March of 2025? Nein, ich war glücklich, wie wir im letzten Spiel in Rumänien aufgetreten sind und dass wir die Möglichkeit haben, in den Playoff-Spielen zu spielen. Und alle Mannschaften, ob das jetzt Island war oder auch Georgien, haben alle hohe Qualität. Und wir haben uns jetzt auch schon mit meinem Trainerteam mit Island beschäftigt. Ja, es ist eine sehr athletische Mannschaft, haben viele gute Spieler, die im Ausland spielen. Also es gibt viele, die spielen in Deutschland in der zweiten Liga, Premier League, in der Championship League in England, in Spanien. Ein Spieler spielt mit Jack Roffa in Lille. Also sie haben schon auch eine gute Auswahl an Spielern. Aber ich bin der Überzeugung, dass wenn wir unsere Leistung wiederbringen, wenn wir unsere Prinzipien, unsere Mentalität, unsere Leidenschaft, so wie in den letzten Spielen auf den Platz bringen, dann haben wir Chancen auch gegen Island in den beiden Spielen dann auch in die Gruppe B aufzusteigen. Es wird nicht einfach, weil Island auch sehr kompakte Mannschaft ist, wie gesagt. Defensiv stehen sie sehr gut, bekommen eigentlich wenig Gegentore, aber nichtsdestotrotz, wir schauen auf unsere Mannschaft, auf unser Spiel, und es wird wichtig sein, wenn wir an unserem Limit spielen, wenn wir 100% auf den Platz bringen können und vor allen Dingen hier im Heimspiel dann mit diesen Fans, mit diesen Zuschauern im Rücken, dann können wir hier einiges bewegen. Das hat man in den letzten Heimspielen gesehen. We have the World Cup draw coming these few days. What are your thoughts about this draw? Which team would you like for Kosovo to be in a group with? We have interviewed for the past few weeks some of the players of the national team, Rgim Vojvoda and also Bernard Berisha.
Their preferences is Italy and also Albania. What are your preferences? Also generell muss man sagen, dass das sehr, sehr schwierig wird, weil wir sind ja in Top 4, leider. Also wir müssen schauen, dass wir in Zukunft verbessern, dass wir nicht mehr in Top 4 sind. Das bedeutet, dass wir aus dem ersten, zweiten und dritten Topf sehr, sehr gute Gegner bekommen. Aber ich sage immer, man muss Träume haben. Ja, wenn du keinen Traum hast, dann kannst du ihn auch nie verwirklichen. Und ja, für mich gibt es jetzt keine Favoritengruppe, sondern für mich ist einfach wichtig, dass wir von uns überzeugt sind, dass wir trotzdem in der Lage sind, klar, erster Platz wird extrem schwierig, aber dass wir uns schon auch zutrauen müssen, dass wir zumindest um den zweiten Platz mitspielen. Und das beinhaltet ein Playoff-Spiel und dann ist alles möglich. Also klar, ich bin ja halber Italiener, also mein Vater kam aus Italien, ist leider schon verstorben. Deshalb ja, würde ich schon gerne auch gegen Italien spielen, habe ich auch mit Österreich gespielt. Ansonsten, ja gut, Albanien wäre sehr nah, hätten wir nicht weit zu fahren. Aber wie gesagt, alles schwierige Spiele, aber wir müssen einfach schauen, unabhängig davon, wie die Auslosung ist, dass wir einfach auf uns schauen und dass wir jetzt einfach dort weitermachen, wo wir in den letzten 5 Spielen, wo wir ungeschlagen sind, dass wir dort einfach diese Leistungen wieder abrufen. Das wird einfach entscheidend sein. Would you like Austria to be in our group? Oh, yes. But it's a strong team, eh? Yeah. Das ist, ja, I don't know. I don't know. aber ich glaube, Deutschland ist das Gleiche, ja. Auch, bin ja Deutscher, also wir können auch gegen Deutschland kommen. Aber aus der ersten ist halt schwierig, jetzt Schweiz, ist ob Dänemark, Deutschland, Italien, alle extrem schwierig. Aber nochmals, wir freuen uns auf die Welt, auf die Auslosung jetzt. Und wir freuen uns auch, gegen gute Mannschaften zu spielen, weil dann sieht man auch, auf welchem Level wir sind, wie weit wir schon sind. Und wie gesagt, man muss Träume haben. Ja, man muss einfach Träume haben und die Träume muss man leben. Und dann wird es einfach wichtig sein, dass wenn dann die Weltmeisterschaftsqualifikation losgeht, ja, dass alle Spieler fit sind, dass alle Spieler in einer guten Verfassung, in einer guten Form sind. Und dann werden wir sehen. Wir müssen einfach in jedem Spiel 100% geben, ja, mit voller Leidenschaft, mit voller Energie Fußball spielen. When you've won the title with Sturm Graz, you made a very bold gesture by shaving your head. To keep your promise in case you win the title. What would be something that you're promising tonight to us in case we qualify for the World Cup with Kosovo? Ja, no. Another gesture ich like Ich weiß that? Nicht, aber dann können die Spieler machen mit mir, was sie wollen. Die können mir die Haare schneiden, egal. Wenn wir uns für die Weltmeisterschaft qualifizieren, ist alles erlaubt, glaube ich. Ist kein Problem. Something that you can say tonight for us? Ja, Sie können mir eine Glatze wieder schneiden oder die Haare färben, blond färben, keine Ahnung. Also bin ich zu allem bereit, weil wenn wir uns wirklich für die WM qualifizieren sollten, dann wäre das ja was Historisches, ja auch für das Land, für Kosovo ist ja ein kleines Land. Den Verband gibt es ja erst seit 2016 und insofern, ja, da wird dann gefeiert und aber bevor die Weltmeisterschaftsqualifikation kommt, kommen noch die Playoff-Spiele gegen Island. Und da wird es für uns schon auch wichtig zu sein, Selbstvertrauen zu tanken, dass wir dann auch wirklich alles versuchen, um dann auch im nächsten Jahr in der Gruppe B zu spielen. Weil dann hast du noch bessere Gegner. Und glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig für die Entwicklung der Mannschaft. Dass du immer wieder versuchst, ja, das nächste Level zu erreichen. Dass du immer wieder versuchst, dich in allen Bereichen zu verbessern. Und klar, wir haben einen guten Weg jetzt eingeschlagen, aber es gibt noch viel zu tun. Coach, it was a great pleasure to have this interview with you. I guess you were feeling very good as well. In case you have something else to add on, please feel free. No. Dankeschön. Es war sehr nett hier. Es ist ein wunderschönes Studio hier. Und ja, ich hoffe, dass wir dann nach dem Island-Spiel, wenn wir uns für die Gruppe B qualifiziert haben, oder vielleicht sogar, wenn wir uns dann für die WM qualifiziert haben, komme ich gerne wieder hierher. Und da können wir gerne nochmal das Interview wiederholen, neu gestalten. Thank you very much once again and good luck in the upcoming matches. Thank you. Kjo ishte intervista me trajnerin Foda. Ne do të rikthehemi me emisionin Ekip Ja. Faleminderit për vëmendjen.
Ndaqem këtu intervjuin.